Ja, hallo, und zwar werde ich heute mal mit diesen Druckern, die ihr hier seht, das ist alles von Hewlett-Packard, drucken. Und zwar mit dem HP 8 2240B. So today I will print with these calculators in the HP 8 2240B Infrared Printer. Das ist ein Infrarotdrucker und wie das im Einzelnen geht, zeige ich euch dann. Am einfachsten druckt man mit diesen kleinen Business-Druckern, weil das sind auch etwas ältere Modelle von der Konstruktion her gesehen. So, the easiest way to print are these two Business Calculators. Ich schalte den Drucker erstmal an. So, I turn on the printer. Der ist also jetzt batteriebetrieben. Now it's battery powered. Could also use a power supply. Also man könnte auch ein Netzteil nehmen. So, und hier vorne, hier ist die Infrarot-Geschichte. Hier ist die Infrared Lamp or Receiver. Jetzt brauche ich den nur anschalten. So, turn it on. Und dann rechne ich irgendwas. So, and now I want to print this result. And I just push the key PRT for print. Also ich brauche hier nur diesen PRT-Knopf zu drücken. Und schon hat er gedruckt. Ich kann aber auch in den Einstellungen, there are some settings for the printer, kann ich auf Prot, now it's in German, so but the position should be the same in English. Ich drücke hier auf Protokoll. Hier steht jetzt Protokoll ein. Ich könnte auch nochmal drücken, dann ist Protokoll aus. Wenn Protokoll aus ist, dann druckt er nur, wenn ich die Taste drücke. Wenn ich Protokoll ein mache, drückt er jedes Mal, wenn ich eine Eingabe mache. So now the protocol is turned on. Ein means in German on. Exit. And now it prints every time do an action on the calculator. Also immer wenn ich jetzt irgendetwas mache, 56 mal 13 gleich. Dann druckt er das immer aus halt, ne? Ich kann es auch noch mal so machen, dass ihr das auch live sehen könnt. Aber ihr könnt es hier live, when I'm doing something. So läuft das halt, ne? Das ist das gleiche mit dem anderen auch. Same procedure with the newer version of the HP 7B2 Plus. Hier habe ich das Fixkomma anders eingestellt. Here I set the comma different. Same thing. Jetzt mache ich mal hier noch den Protokoll ein. Exit. And now it
In the Math Mode. Ich bin hier im Mathematikmodus. Das ist hier diese Taste, Math, Yellow and Math. Hier diese Taste und die. Da kommt man in den Mathematikmodus. Da kann ich jetzt zum Beispiel hier die Fakultät von 69 machen. Und ich mache das mal so. Now we can see it live. Fakultät. So, und da hat er die ausgegeben halt, ne? So, this is very easy. Das ist also sehr einfach mit diesen Rechnern zu drucken. Schwieriger wird es mit den Grafikrechnern. It's more difficult with the graphical calculators. But there is also a very easy way. Es gibt auch einen sehr einfachen Weg mit den grafischen Rechnern etwas auszudrucken, zum Beispiel eine Kurve oder so. So, das ist ja hier der HP39GS. So, that's the HP39GS. And it has a little arrow, that means it's possible to send and receive data via infrared. Also man kann grundsätzlich hier auf Druckfunktion zurückgreifen. Shift, Commands. So there are some printing options. Print, print display. Print History, Print Variable. Also man kann hier das Display ausdrucken, die Historie, also was man alles gemacht hat. Und eine Variable kann man auch ausdrucken. Das letzte werden wir benutzen. So we will use the last command, but not now. Zuerst einmal werde ich eine gucken, was ich hier habe. Machen wir erstmal nur einen. Sine Curve Plot. Also da haben wir unsere Sinuskurve und die möchte ich jetzt ausdrucken. So now I want to print this sine curve. Ich mache mal so, dass das Menü verschwindet. We turn off the what I don't want to see now. So now I want to print this sine curve. Turn on the printer. And there is a very easy way to do that. Also das erste, was man machen muss, ist nur ein Screenshot. Now we take a screenshot of the display in hold and press on. Also ich werde jetzt die On-Taste gedrückt halten und dann kurz auf Plot drücken. And then I push the Plot key. So on, hold and press, Plot. So, jetzt ist das Bild in der Zwischenablage. Now it's saved as a screenshot. Und jetzt gehe ich auf Home und gebe diesen Befehl ein. Luckily I can copy it. Also ich kann diesen Befehl, den ich schon mal benutzt habe, einfach kopieren. Da ist er. Now the screenshot is saved in G0. That's a graphic variable. Also der Screenshot ist in G0, in der Variablen G0 gespeichert. Und wenn ich jetzt also das so ausführe, print variable G0, dann wird er wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann wird er diesen Screenshot ausdrucken. So now I will just push the Enter button and it will print the screenshot. I will do it properly. Das werde ich also
richtig machen. Ja, das ist ein Problem. Man darf den Rechner nicht zu weit entfernt halten von dem Drucker. So you shouldn't, the calculator shouldn't be too far away from the printer, only maximum 1 inch. Also höchstens 2,5 Zentimeter oder so. So, und da haben wir also die Grafik. Das ist jetzt der Screenshot von dem von dem, was der Rechner angezeigt hat. So, hier haben wir jetzt den HP50G. So, now that's the HP50G. Der kann auch drucken, aber hier ist es teilweise ein bisschen versteckt alles. So, this calculator can also print. You will find the print options in Apps, also in Apps findet man die Druckoption unter IO Functions, Enter, also In and Out ist das halt, ne? Send to Calculator, Get from Calculator, Print to Display, Print. Also da kann man halt Befehle aufrufen. So here you find the print commands, but it's quite difficult. So it's best you look into the manual. Also am besten mal guckt da tatsächlich in die HP-Anleitung, weil das ist ein bisschen kompliziert. Aber es gibt auch einen ganz einfachen Weg, um zu drucken. But there is a very easy way to print with the HP50G. Ich werde eine Funktion hier aufrufen, ganz einfach Sinuskurve, Assign Curve, Draw. So, und die werde ich jetzt drucken. And now I will print this screenshot. The only thing I have to do is to press and hold on. Also ich muss wieder den On-Knopf hier gedrückt halten. Und dann auf den Pfeil nach oben kurz drücken, dann mache ich einen Screenshot und drucke den aber auch gleichzeitig aus. Also hier ist es noch einfacher. So I hold and press the on key and then press the arrow up key and then the calculator makes a screenshot and sends it to the printer. Ja, das ist ja lustig. Ich hatte gerade ein Problem, ein unerwartetes. I just had an unexpected problem with the HP50G, which is known for its printing problems. Also der HP50G ist bekannt, dass er Probleme beim Drucken hat. Auch die 49er Serie. Jetzt geht's wieder. Also der eigentliche Befehl ist einfach nur on und arrow up, wie gesagt. Also Pfeil nach oben. So the command is on, the key on and arrow up. And then the calculator sends a screenshot to the printer. But in this case I had a problem. And I had to, ich hatte das Problem und zwar, dass ich gehe hier mal raus, wenn ich hier auf die Apps gehe. I go to the Apps and IO Functions. And then to print. Jetzt gehe ich runter zu print. Und da muss infrared ausgewählt sein. So infrared has to be chosen. Here you have several, three different possibilities. Then you go out. Ja, man kann hier übrigens auch ein Objekt drucken. You can choose an object to print. So you go to choose and then here, das sind die ganzen Objekte. These are the objects you can print. Hier ist ein View. Hier kann man mit View reinschauen.
view and then you see what's in there. But for me now nothing interesting. Also für mich ist das jetzt nichts Interessantes da. Gut, also ich gehe hier wieder raus. I go out again, go to my well, go to my functions and so now it draws a new function and I will send that to the, ich werde das jetzt zu dem schicken. On, I press on and arrow up, also on und Pfeil nach oben. Es dauert immer eine Weile, ne, bis er die Daten rübergeschickt hat. So, it takes a while until all the data is sent to the printer. So there we are. Ja, damit habe ich das, was ich zumindest herausbekommen habe, euch gezeigt. So I showed you what I found out about printing with these calculators. Macht's gut. Bis bald, bleibt gesund. See you soon, stay healthy. Bye bye.